Hey Leute, Alex hier. Im heutigen YouTube-Video geht es um 5 Übungen, die ich euch empfehlen würde zu machen, wenn ihr eine schmale Taille haben wollt. Das sind allerdings aber keine Übungen, die gezielt diesen Bereich trainieren. Denn dort gibt es keine einzige Übung, die ihr hier trainiert, wo ihr dann irgendeine Bewegung macht und die Taille plötzlich schmaler wird. Im Gegenteil, wir sorgen dafür durch die 5 Übungen heute, dass eure Taille viel schmaler wirkt, weil das nämlich 5 Rückenübungen sind. Ihr müsst nicht alle 5 Rückenübungen, solltet es nicht machen, aber 2 bis 3 von diesen 5 solltet ihr euch rauspicken. Die werden dafür sorgen, dass euer Rücken in gewissen Muskelbereichen ein bisschen ausgeprägter wird und eure Taille dadurch viel schmaler wirkt. Ergänzend dazu solltet und könntet ihr auch noch Po-Übungen machen. Da habe ich aber schon reichlich Videos auf diesem YouTube-Kanal für euch hochgeladen. Ich blende euch hier mal eins ein mit den besten 5 Po-Übungen. Auch da könnt ihr euch 2 oder 3 raussuchen und das in der Kombi. Wenn ihr das regelmäßig macht, wird es dafür sorgen, dass die Taille wirklich schmaler ausschaut. Damit herzlich willkommen, lasst schon mal ein Like, ein Abo da. Das ist immer so das, was ihr als kleines Dankeschön hier machen könnt, was mich motiviert, weiter fokussiert guten Content für euch rauszubringen, Videos zu drehen, die euch dann auch mit dem Ziel immer mehr und mehr voranbringen. Let's go. Das heutige Video wird gesponsert von Neosubs. Dort kriegt ihr die besten Supplemente wie zum Beispiel Proteinpulver, Kreatin, Omega-3, Vitamin D3, aber auch Proteinriegel und vieles mehr. Mit Gutscheincode AlexG kriegt ihr dort immer den besten Rabatt. Link in der Beschreibung. Eine der Übungen sind die sogenannten Facepulls. Die meisten von euch haben die sicherlich schon mal gehört. Was wir brauchen, ein Tau und ein Kabelzug. Und ich zeige euch hier 2 Varianten, die ihr je nach Fitnesslevel und je nach Stabilität im Rumpf wählen solltet. Ganz kurz vorweg, ihr trainiert hier die obere Rückenmuskulatur, vor allem die hintere Schulter, aber auch die Muskulatur zwischen den Schulterblättern, also so, man könnte sagen, den ganzen oberen Rückenbereich. Jetzt mit dem Tau, die erste Variante ist, dass wir das Ganze im Stehen machen. Wir gehen hier nach hinten. Wichtig, dass ihr das hier nicht auf Augenhöhe, sondern so ein Ticken weiter oben eingestellt habt, weil man sich meistens, wenn es auch schwerer wird, hier leicht nach hinten reinlehnt. Und Ziel ist es, dass ihr hier ungefähr einen 90-Grad-Winkel habt. Ungefähr, es ist jetzt kein genauer 90-Grad-Winkel. Dann geht's los. Wir ziehen das hier nach hinten, Bauch spannen wir leicht an und vorne strecken wir die Arme ganz. Es ist ganz wichtig, dass wir vorne diese Dehnung mitnehmen, aber dabei die Spannung halten, also nicht nach vorne fallen. Dann gehen wir nach hinten und die Kraft kommt hier nicht aus den Händen, sondern fokussiert aus den Ellenbogen. Hände sind aber optisch und du kannst doch einmal rumgehen, Anton, mit der Kamera. Zack, nach vorne. Hände sind zwar oben, neben den Ohren, aber die Kraft kommt aus den Ellenbogen. Das ist Variante Nummer 1. Wenn ihr hier das Gefühl habt, ihr seid sehr, sehr stark schon, ihr habt hier echt viel Kraft und oder der Rumpf, das mit dem Wackeln, sich da reinlehnen, halten, lenkt euch ein bisschen ab. Dann Variante Nummer 2, machen wir das Ganze mit den Facepulls im Sitzen. Heißt, wir stellen das hier, hier ist jetzt auch nicht ganz relevant, wie genau, einfach nur wesentlich niedriger. Und dann machen wir Folgendes, wir setzen uns hier hin. Und jetzt machen wir genau das Gleiche. Zack, Ellenbogen nach hinten und vorne die Dehnung mitnehmen. Das ist wichtig für den optimalen Muskelreiz. Und der Vorteil hier, wenn ihr hier drin sitzt oder auf dem Boden sitzt, dass ihr halt merkt, dass ihr mehr Gewicht bewegen könnt, weil euch die Stabilität hier gar nicht ablenkt. Erste Übung. Die nächste Übung ist das T-Hantelrudern. Hier könnt ihr je nach Griff variieren, welche Rückenmuskeln ihr ein bisschen mehr fokussieren wollt. Für das heutige Ziel des heutigen Videos würde ich euch empfehlen, dass ihr den engen Griff nimmt und da ein bisschen weiter unten greift. T-Hantelrudern habt ihr vielleicht schon mal gesehen, ihr packt hier unten die Füße hin. Dann müsst ihr gucken, dass ihr das nicht zu weit oben eingestellt habt und nicht zu weit unten. Will ich euch ganz kurz erklären, dass ihr auch hier wirklich wisst, wie ihr diese Übung in der Praxis umsetzen könnt. Ziel ist, je nach, also wie hoch das muss, ihr müsst mit der Leiste ungefähr oder knapp über der Leiste, also unterer Bauch, bei dem Polster quasi rankommen, dass ihr hier dann noch wirklich entspannt liegen könnt. Beine, so wie jetzt bei mir, können leicht angewinkelt sein. Das wäre jetzt die perfekte Einstellung für mich. Jetzt gehen wir kurz zum Griff. Ich nehme den Griff hier ein bisschen weiter unten. Jetzt fange ich einmal kurz an und dann sage ich noch was dazu. Ich zeige es euch einmal. Wir ziehen oben die Schulterblätter zusammen und unten gehen wir auseinander. Schaut mal auf die Position der Ellenbogen. Die sind auch entscheidend, je nachdem, welche Rückenmuskeln hier trainieren oder mittrainiert werden. So, jetzt ganz kurz was zu der Übung gesagt. Also, da wir hier die Schulterblätter zusammenziehen, trainieren wir natürlich die Muskulatur zwischen den Schulterblättern. Durch den Griff und durch die Ellenbogenhaltung haben wir hier aber auch die hintere Schulter und den Latissimus, den Rückenmuskel, an der Seite mit drin. Somit also ein Gesamtpaket, eine sehr, sehr gute Übung, um halt die Rückenmuskulatur ein bisschen mehr aufzubauen und die Schmaille dadurch direkt optisch kleiner zu kriegen. Nächste Übung ist der Latzug mit dem breiten Griff. Es gibt hier auch ganz viele verschiedene Varianten. Den Latzug an sich, den kennt ihr wahrscheinlich. Da wisst ihr wahrscheinlich, dass ich hier am Kabelturm das Ding meine.
Ihr habt jetzt hier verschiedene Griffvarianten. Wir nehmen uns so eine Stange, wenn ihr es habt. Wenn ihr es nicht habt, müsst ihr natürlich das nehmen, was ihr habt. Vor einer Griffbreite, gerade bei der Schläge, da dann jeweils anpacken. So, das ist mal zur allgemeinen Erklärung. Ansonsten, das kennt ihr wahrscheinlich auch, will ich aber noch einmal erwähnt haben, müsst ihr hier einen festen Stand bei dem Bein haben. Und auch ganz, ganz wichtig, nicht hier so nach vorne rutschen. Weil ihr könnt das oben natürlich nach vorne ziehen, aber dann haben wir einen scheiß Winkel, um die Schulter rauszulassen und wirklich die Muskeln im Rücken zu treffen, die wir treffen wollen. Deswegen rutschen wir so ein bisschen nach hinten, sodass ihr aber noch fest drauf sitzt. Dann fange ich jetzt an und sage dabei was. Fast ganz bis auf die Brust drauf. Dann die Arme wieder gerade. Die Dehnung, das habe ich heute schon öfter gesagt, Oberkörper leicht mitnehmen. Und gleichzeitig runter, Schulterblätter dabei fokussiert nach hinten zusammenziehen. Dann die Arme wieder ganz gerade, direkt der Oberkörper, wir den Muskel dehnen oben und unten wieder den maximale oder in die maximale Muskelspannung reinbringen. Ganz kurz zu den Muskeln, die hier fokussiert arbeiten bei diesem Griff. Hier ist auch entscheidend, wie ihr die Ellenbogen ein bisschen positioniert. Greift ihr ganz eng, greift ihr ganz breit, fokussieren wir jeweils ein bisschen andere Rückenmuskeln. Und hier fokussieren wir durch das, was ich für euch jetzt hier, wie ich euch das zeige, die Muskulatur vor allem zwischen den Schulterblättern. Die nächste Übung ist Rudern mit der Kurzhantel. Mit einer Kurzhantel, ihr braucht dafür eine Bank. Und die habe ich euch vor allem heute hier mit reingepackt in die Top 5 Liste. Weil was macht ihr, wenn die ganzen anderen Geräte, Kabelzug etc. besetzt ist, wenn ihr trotzdem halt die Rückenmuskulatur aufbauen wollt mit dem Ziel, die Taille schmaler zu kriegen? Dann habt ihr nämlich einfach nur, braucht ihr nur eine Kurzhantel und eine Bank und das sollte meistens immer einmal frei sein, je nachdem welches Gewicht ihr braucht, ob das alle anderen auch brauchen. Also, Bank auf der Flachbank positionieren, ein Bein hinten raufpacken, hier so einen Stützarm positionieren, ich zeige euch das jetzt und währenddessen sage ich ein paar Sachen dazu. Hier nach unten, Schulter so leicht hoch, dass der Arm so fast ganz gerade ist, so ein leichtes Hohlkreuz und dann ziehen wir das hier hoch. Gehen unten runter, können auch so ein bisschen mitgehen. Und dann gehen wir wieder hoch. Fokus, Schulterblätter zusammen, aber auch ganz, ganz wichtig hier, dass ihr nicht so hoch zieht, dann haben wir ein extremes Bizeps-Training und das hat mit der Taille, auch mit dem optischen, dann gar keine positive Auswirkung, sondern kriegt ihr einen kräftigeren Arm, könnte man sagen. Deswegen wichtig, schaut auf den Ellenbogenwinkel und dann gehen wir wieder runter. Die Dehnung, zack, und hochziehen. Langsam runter. Die Dehnung, auch wie vorhin schon erklärt, wichtig. Und oben die Anspannung im richtigen Winkel. Und auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt hier den richtigen Winkel, und zwar ungefähr 90 Grad, überprüft das mal, denn die meisten, die das sagen, haben doch einen zu kleinen Winkel. Weil nur wenn man denkt, man hat das nicht und man macht es richtig, heißt es nicht, dass ihr es wirklich richtig macht. Deshalb Double-Check ist immer wichtig von Vorteil für eure Trainingsziele. Die fünfte und somit letzte Übung in diesem Video ist enges Rudern am Kabelturm. Hier mit dem Fokus den sogenannten Latissimus zu trainieren. Das ist der Rückenmuskel, der an der Seite liegt. Auch ganz, ganz wichtig, dass der stärker wird, um die Taille schmaler wirken zu lassen. Und Ladies, habt bitte keine Angst, wenn die Rückenmuskeln ausgeprägter werden, dass ihr breit werdet. Die ganzen Frauen, sage ich jetzt mal so verallgemeinert, die auf Social Media gerade mit dieser Figur bewundert, hübsch findet oder die so vielleicht euer Vorbild sind oder inspirierend sind für euch, die trainieren nämlich alle mit genau diesen Übungen aus dem heutigen Video. Deswegen wirkt die Taille bei denen halt auch wirklich schmaler. Jetzt kurz zu der Übung. Auch hier habt ihr wie bei fast allen Rückenübungen verschiedene Griffmöglichkeiten. Wir holen uns so einen engen Griff. Wenn ihr genau diesen nicht habt, könnt ihr so einen Metallgriff nehmen. Ist egal, Hauptsache, das ist nicht so ein breiter Griff. Weil wir hier vom Fokus dann die Beine draufstellen, das ist glaube ich so ein Standardding, leicht angewinkelt lassen. Jetzt zeige ich es kurz und dabei sage ich einfach was. Zack. Ja, ihr kennt mein Zack, das ist immer. Also vorne die Dehnung, Ellenbogen leicht zum Körper, vorm Körper halten und auch gefühlt zur Hüfte, zum Körper ranziehen. Nicht wie bei anderen Übungen, hier hinten die Schulterblätter zusammen, weil dann haben wir nämlich wieder die ähnlichen Muskeln wie eben. Wir wollen jetzt aber gezielt diesen einen Muskel an der Seite fokussieren. Oberkörper könnt ihr so ganz leicht rund machen und vorne dann diesen Muskel dehnen. Hinten anspannen. Und das, was euch hier so komisch sich jetzt anhört, wirklich extrem hilft, ist, versucht euch vorzustellen, dass ihr den Ellenbogen zu eurer Hüfte, die Hüfte ist so in diesem Bereich, dass ihr so bei der Übung den Ellenbogen zu der Hüfte ziehen wollt und die Schulterblätter wirklich gar nicht mit reinbringt. Dann könnt ihr voll isoliert diesen Muskel, was mein Ziel für euch mit dieser Übung ist, auch wirklich treffen und richtig gut fokussieren. Und dann wird euch die Übung auch richtig gut gefallen. Also liebe Leute, das war's mit dem heutigen Video. Nochmal ganz, ganz wichtig, macht nicht alle 5 Übungen, sondern sucht euch 2 bis 3 Übungen davon raus. Optimal, mein Favorit wäre beispielsweise die Facepulls, ergänzt mit dem engen Rudern am Ende und eine von diesen Rudervarianten. Aber ihr müsst natürlich auch ein bisschen gucken, was für Übungen habt ihr vor Ort.
Bei welchen Übungen fühlt ihr euch vielleicht auch ein bisschen sicherer? Und das sollte auch in eure Auswahl mit reinfließen. Macht diese Übungen zweimal pro Woche. Guckt, dass ihr euch da auf die Wochen gesehen steigert, stärker werdet, besser werdet, die Trainingsperformance mit diesen Übungen verbessert. Und dann werdet ihr sehen, dass in ein paar Wochen dann auch mit den Ergebnissen durch das Rückentraining eure Taille wirklich auch schon schmaler wirkt. Wenn euch das geholfen, gefallen hat, lasst ein Like, einen Kommentar da. Und ja, wir sehen uns im nächsten YouTube-Video. Hoffe ich zumindest. Das war's mit dem Coach und Trainer Alex. Tschüss.